Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Kingdom Come Deliverance. Im letzten Part sind wir aus einem etwas unruhigen Schlaf geweckt worden, weil sich Leute aus unserem ehemaligen Dorf Richtung dieser neuen Feste hier nähern. Wir sollen uns jetzt auf zum Wehrgang machen und mal schauen, wer da so kommt. Wir wollen das ja nicht verpassen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich meine Fackel... Ah, da, Fackel. Ausrüsten. E. Puff. Ich glaube, jetzt habe ich die Fackel. Ich weiß doch nicht, wie ich das gemacht habe. Ist es jetzt 2 oder ist es 1? 1 ist das... Hä? Was ist denn jetzt die Fackel? Ist die Fackel die 2? Ich habe keine Ahnung. Einstellungen. Steuerung. Jetzt müssen wir kurz mal gucken. Allgemein. Dialog überspringen. Bewegung. Links drehen, rechts drehen. Primärkampf, Ziel. Spezialangriff. Nahkampfwaffe ziehen, Fernkampfwaffe ziehen. Ist 2. Inventar, Spiel eröffnen, Pferd, Questlog, Codex, Tab, Info ein, aus. Screenshots machen. Ich habe keine Ahnung. Egal, wir haben es ja so hingekriegt. Ich weiß nicht, was wir da... Wenn ihr euch das anschaut, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Im Video hat man ja gesehen, was ich da machen musste. Ich keine Ahnung. So, das sieht aber schon mal geil aus. Es regnet auch noch. Das Wetter ist schon mal gut. Regen. Fackel, wo müssen wir hin? In den Wehrgang. Wo ist der Wehrgang? Oh, es sieht ja aber echt gut aus. Ich schätze mal da entlang. Begib dich über die Treppe am Tor zum Wehrgang. Das scheint der Wehrgang zu sein. Seid ihr hier irgendwo oder wo ist der jetzt? Von euch ist keiner Roba, ne? Aber wir können reden mit denen. Mal sehen, was sie so erzählen. Hallo. Gott sei mit dir. Was ist los? Was ist los? Weißt du irgendetwas? Nö. Könnte Sigismunds Streitmacht sein. Seine Speer. Oder Skalitze, die überlebt haben. Ich würde nichts Gutes erwarten. Okay, ich bin guter Dinge. Glaubst du, wir können Sigismunds Truppen zurückschlagen? Gehen wir einfach mal weiter und schauen mal, wer da so kommt. Wo geht's hier hin? Schloss knacken. Nee, knacken wollen wir nichts. Wir gehen weiter in diese Richtung. Hallo, ist der irgendwo? Mit dir soll ich nicht schnacken, ne? Nee. Wo ist denn derjenige, mit dem ich schnacken soll? Da vorne. Oh. Da ist er. Oh je. Herr Robert, guten Tag. Was ist los? Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skarlitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Speer von Herrn Devisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzich ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Speer noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Mal schauen, wer da jetzt kommt. Vor allem des Nächtens kommt doch da keiner. Keiner angerannt. Oh, vielleicht sind das auch Gefangene und die wollen jetzt irgendwie was erpressen oder so. Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Devisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben.
Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thalenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divish. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Scarlet's. Du bist wahnsinnig! Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Ja, jetzt mal ohne Spaß. Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divish, bitte sorge dafür, dass der Junge hier im Thalenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte an Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg bis nach Rathay ist nicht mehr rein. Ja, echt immer Schwein gehabt, dass sie da rausgekommen sind, ey. Aber für die Leute natürlich schon heftig. Dann bei dem Wetter da auch noch irgendwie nach so einer Situation dann da noch so ein Marsch. So, was soll ich jetzt tun? Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skalitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Das war jetzt kein super deutliches Ja, aber ich denke, das passt wohl schon. Heinrich, auf ein Wort. Jo, wir schnacken. Was kann ich für dich tun? Kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge, die Männer lösen dich später ab. Okay, Aufgabe abgeschlossen. Wir haben mit ihm geredet und jetzt haben wir ein bisschen auf dem... Halte auf dem Wehrgang Wache. Oh, dann gucken wir doch mal ein bisschen. Wir schauen uns mal munter um, halten mal ein bisschen Wache. Man muss auch mal ein bisschen Wache halten, ne? Aber gut, das Wetter ist zwar ein bisschen scheiße. Wir können auch in die andere Richtung gehen, ne? Wenn die einen Wachen in die eine Richtung latschen, latschen wir in die andere. Wehrgang wir mal so ein bisschen, gucken mal immer wieder ein bisschen raus, ob wir irgendwas sehen. Und halten mal ein bisschen Wache. Auch das gehört dazu, ne? Sieht aber bis jetzt alles finster und dunkel aus. Moin, alles gut bei dir? Wo reist du denn? Oh je, was ist los? Was ist... Du herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Du hast richtig. Nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. So, wenn du auf etwas warten musst, kannst du Zeit überspringen. Drücke T und lege fest, wie lange du warten willst. Passt jedoch auf, Müdigkeit und Hunger nehmen auch während des Überspringens zu. Okay, wir können also jetzt hier ein bisschen warten. Ich gehe jetzt einfach nochmal so eine Runde rum. Einmal den Wehrgang nochmal rum und dann können wir ein bisschen warten, ne? Gegen die Mauer lehnen, ein bisschen abwarten bis zum Morgen. Aber so eine Runde drehen können wir jetzt auf jeden Fall noch, falls noch was ist. Wir wollen ja schon dem Wehrgang mal hier folgen.
Oh, komm her hier. Wo geht das hier hin? Hier geht das irgendwo arg weit hinauf. Das ist schon ein bisschen gruselig hoch. Hier, wo geht das denn jetzt hier lang? Das klang jetzt nach Wölfen. Nicht unbedingt schön, aber auch nicht weiter schlimm. Was ist das hier? Das ist wohl für das Tor. Es sieht ja wohl geil aus, ey. Also was so Details angeht. Oh, hoppala. Muss man schon sagen, haben sie sich echt Mühe gegeben. Performance-technisch muss ich sagen, also das Spiel läuft bei mir so, ja. Wenn ich jetzt nicht aufnehme, habe ich meine soliden 60 Frames, aber ich merke schon, das geht jetzt teilweise auch mal ein bisschen runter. Also wir sind immer noch im Schnitt immer so über den 40 bis 50, aber läuft jetzt nicht so ganz super stabil, aber es gibt auch so, ich habe mich noch nicht wirklich damit befasst, das jetzt irgendwie super zu tunen. Aber man merkt schon, also super optimiert ist es jetzt nicht. Ja. Dann essen wir das doch mal. Kann man denn irgendwann sehen, dass das irgendwann vergammelt ist oder so? Oder ich sehe jetzt halt nicht, ob das irgendwann schimmelt oder nicht. Deswegen, wir ziehen es erstmal in die Figur rein. Wir werden wahrscheinlich krank, wenn wir vergammeltes essen. Noch ein Brötchen dazu. Gönn dir. Und noch ein Brötchen. Mmh, dann sollte das auch erstmal reichen, oder? Jo. Heinrich ist wieder satt. So, ich denke mal, viel passiert hier nicht mehr. Wir gehen jetzt nochmal in die andere Richtung. Einmal den Wehrgang komplett entlang und ansonsten warten wir gleich mal ein bisschen ab. Jetzt haben wir hier wieder schön 80 Frames, 90 Frames. Also man merkt so, es hängt ein bisschen immer davon ab, wie die Situation gerade so ist. Aber es ist auf jeden Fall durchaus ausreichend, also ist okay. Mal gucken, was noch kommt. Es gab jetzt nochmal ein Patch. Oh, Gewitter. Heute, just bevor ich angefangen habe aufzunehmen, kam nochmal ein kleiner Patch raus. Was er genau macht, weiß ich nicht. Ich glaube, ein paar Plotstopper-Bugs oder sowas, aber auf jeden Fall ein paar Quest-Bugs. Joa, riechst du gerade an deinem Finger? Riech mal meine Finger, ist okay. Gönn dir. Ah, sieht schon wirklich, also das Feeling ist schon wirklich beeindruckend, muss man einfach sagen. Es sieht super aus, es kommt richtiges Mittelalter-Feeling auf. Das ist schon cool. So, wir lehnen uns gegen die Wand und warten jetzt mal ein bisschen Tee. Sagen wir mal ruhig, keine Ahnung, bis zum Morgengrauen machen wir mal 2 Stunden erstmal. Und beginnen. Auch ein bisschen Zeit rumbringen, ne? Ich hoffe, er hat nicht gleich wieder Hunger. Der gute Mann, der hat auch so einen bodenlosen Magen, ne? Ein bisschen was essen hier. So. Was ist los? Okay, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Warte bis zum Morgen, das haben wir erledigt. Ich will mal gerade die Fackel wegstecken. Fackel. Wie, das ist die Nebenhand, das ist also 2. Wie stecke ich denn die Fackel wieder weg? Ich habe keine Ahnung, ich will die Fackel jetzt nicht mehr haben. Inventar. Fackel. Oh, jetzt ist sie weg. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber nett. Wo rennen wir jetzt hin? Map. Begib dich auf den Wehrgang der Außenmauer. Okay, wie komme ich denn da hin? Irgendwie in diese Richtung. Wir gehen mal zum Wehrgang der Außenmauer. Ich weiß nicht unbedingt, wie wir da hinkommen. Ah, da entlang. Alles klar. Oh, ich bin komplett falsch gelatscht. Ich habe gar nicht die ganze Mauer mir angeschaut, als wir gestern Wache gehalten haben. Wir waren nicht aufmerksam. Was ist los? Was, wird nichts Gutes passieren. Ich sag euch das. Wenn die jetzt wieder kommen, ich flüchte da. Oh, scheiße. Ich will nicht schon wieder fliehen. Sieh nur, wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr. Oder willst du so enden wie sie?
Ich bin Herr Marquard von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen. Und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquard. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalenberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalenberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalenberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Aber die ist schon eine ordentliche Armee, du. Hei, hei, hei. Sie ziehen wirklich ab. Ja gut, wäre auch etwas komisch gewesen. Wir können ja nicht schon wieder fliehen. Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Erstmal abgewendet. Spiel gespeichert, das ist doch schon mal schön. So, bestatte deine Liebsten in Skalitz. Sprich mit Herrn Rober. Was ist denn los? Einem nach dem anderen, so, warte. Pass auf, wo du hingehst. Pass etwas besser auf. Hallo, ich stehe hier und ihr rennt alle gegen mich. Ich kann nichts dafür. Oh, Gottes Willen, lass mich von diesem Wehrgang runter. Das ist ja fürchterlich. Aber sieht schön aus, er sieht wirklich schön aus. Guckt euch die Gegend an. Herrlich sieht das aus. Herrlich und so realistisch, muss man einfach sagen. Also, rein optisch bin ich immer noch voll begeistert und bis jetzt gefällt mir die Story auch ganz gut. Also, ich bin insgesamt vom Game bis jetzt ziemlich begeistert. Mal gucken, wie sich es noch entwickelt, aber bis jetzt finde ich es einfach richtig geil, weil es auch mal was anderes ist. Es ist halt mal nicht diese Fantasy sonst irgendwas gedödelt, sondern echt sehr auf Realismus. Oh, Jemine, ist es schon wieder so weit.
Johann, ist so gut, ist so gut. So, ihr hört den Hahn krähen, das heißt, wir gucken immer ein bisschen aus dem Fenster raus, genießen den schönen Ausblick und ich bedanke mich dann an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich mehr gerne unter Video posten. Ansonsten werden wir uns im nächsten Part dann darum kümmern, erstmal hier in der Burg noch mit den Leuten zu schnacken und machen uns dann auf zurück zu unserer alten Heimat, um unsere Lieben zu bestatten. Das wird nochmal hart. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.